Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf der Karte auf diesem Arsch, Version 2.6 hier im LS. Ja, ich fahre jetzt vom Feld Nummer 36 und bringe mal die Ballenpresse hin. Ne? Es wird schon fleißig geschwattet, wieso Blocking? Aber die beiden, die fahren sollen, die fahren halt. Ne? Blocking ist. Ja, das ist der eine Milchfahrer, jedenfalls, was ich sehen kann. Wir fahren mal links hin zum Wiese, da nehmen wir den zweiten Fendt und werden da ebenfalls die Ballenpresse holen und dann, sobald die Schwarten fertig sind, den Kurs übernehmen und dann die Ballen pressen. Der Blocker geht mir jetzt um den Keks. Das stört. In der Ballenpresse ist gerade ein Heuballen drin, das macht aber nichts. Entschuldigung, es kann sein, dass ein bisschen Heu rumliegt und Heu rauskommt, aber das ist nicht tragisch. Den Heu werden wir entsprechend hier gut verwerten für Mischfutter. Ansonsten Silage halt. Nochmal Entschuldigung dafür, die Cola macht Kohlensäure, ne? Körperbeherrschung. Das hat man so einer, ne? Ja, versuchen jedenfalls. Aber da muss raus, dann gibt Bauchschmerzen. So, Mikrofon. Bin dichter ran. Ja, das ist ein Ton, immer so eine Sache, ne? Obwohl ich mal gucke. Ah, ja, das fliegt gut aus. Der Anzeiger. Im Aufnahmeprogramm gibt es ja so eine einzelnen Ausschlagsdiagramme, wenn man so schön sagt, ne? Und da schaue ich ein bisschen. Hintergrundmusik, die höre ich jetzt persönlich nicht. Ist bei mir ein Aufnahmeprogramm mit drin. Hoffe, das passt so einigermaßen. Ich möchte mich da nicht ablenken lassen. Hintergrundmusik ist deswegen wichtig, falls ich mal nicht rede, dass da ein bisschen Unterhaltung bei ist. Ne? Ist ja so, ne? So, das läuft auch. Guck mal ganz kurz. Und zwar Sägewerk. Tankstelle, wo ist das? Molkerei. Ne, da. Was ist hier los? Unfall! Guck mal gleich mal nach, wer hier fährt. Hat den sturen Blick. Ja, das ist, da fahren auch nur zwei Fahrzeuge, ne? Aktuell. Und diese zwei, die treffen sich dann genau hier. Doch gar nicht. Ja. Ich hab die Milch verschütten hier. Gut. Blockade erledigt. Ja. Ja. Den Rest hopfen wir gleich mal ins Lager rein und mal gucken, was wir drin haben. Ziemlich schon. Wenn die nächsten Ballenpresse nehmen, kann man gleich reparieren. Traktor wieder machen. Ne? Ist ja auch wieder reif. Die Reparatur. Bisschen ausrichten. Brauchen einen breiteren Monitor. Na, 16:9 habe ich damals gekauft wegen YouTube. Ich hatte ja damals, vor 2 Jahren, schon wieder 2 Jahre her. Hatte ich mir mal so 3 Monitore gegönnt mit so einem mit einer Halterung und habe Panorama gespielt. Also extrem weit. Man konnte links und rechts alles sehen. Und leicht verzogen und
Ja, nicht so wie vorne, ne? Ja, dann hochgeladen zu YouTube, ne? Mensch. Heute weiß ich eigentlich, dass man das umwandeln kann. Rein theoretisch im Aufnahmeprogramm. Wusste ich damals nicht. Aber man braucht ja auch einen Monitor zur Überwachung des Aufnahmeprogramms. Das ist ja auch so, wenn das mal läuft, dann braucht man was eigentlich nicht mehr. Aber Kontrolle ist immer besser, ne? Also ich habe schon öfter mal dann gemerkt, oh, weil den Titel lasse ich mir mal einfallen, wenn ich mir das Video kurz anschaue. Also der Titel steht nicht von vornherein nicht fest, sondern erst dann, wenn ich das mir anschaue, wenn ich das kurz anschaue und ich den Titel eintragen will bei YouTube. Dann ist aber alles zu spät. Und dann die Qualität nicht passt. Ja, das sind 7 Folgen aufgenommen, 7 Folgen bearbeitet, 7 Bilder bearbeitet. Und dann stelle ich fest, oh, Ton passt nicht, irgendwas. Also, ja, schlecht. Also ist ganz gut, wenn man das vorher schaut. Und auch noch Programm links, oben links bei der Kamera, Prinzip. Richtung Kamera schauen vor allen Dingen. Da ist es angebracht. Weil dann schaue ich noch eine Kamera, ne? Wenn es umgekehrt wäre, einen anderen Monitor habe ich auch noch einen zweiten, aber der ist nicht so wichtig. Da sehe ich nur das, die Datei, wo ich es aufnehme, dass die auch entsprechend abschließt. Jetzt fahre ich das hin drunter, weil ich sehen will, wie viel im Lager drin ist. Geht nicht um die, weil geht noch was rein. 600.000, gute. Ja, gut, haben wir angedrückt, ne, aber macht ja nichts. 600.000 ist eine schöne Summe. Aber eine Brauerei, wenn die leer ist, dann geht's, naja, ja, gut. Dann ist das auch schnell alle, ne? Muss ich nächstes Jahr sehen, dass ich noch ein Hopfenfeld mehr kriege. Die 49 ist ja recht groß. Aber das reicht nicht, das wird nie reichen. Jetzt will er genau hier lang fahren, ne? Nee, oh. Ja, warum er gerade da lang fahren will, das weiß ich auch nicht. Ich hätte mal sowas einprogrammiert, ne? Ja, gut. Den Hänger stellen wir jetzt hier ab. Hier in der Mitte sind keine Kurse. Kühe muss ich noch versorgen, bevor wir nachts. Aber erstmal sehen, dass wir hier andere alles in Gang kriegen, ne? Dass wir Ballen pressen können. Spätestens morgen früh müssen wir die Kühe versorgen. Kühe und Schweine. Ich hab's ja alles so original. Ich hab nichts verstellt. Also ich kenne das ja von früher, Schweine und Kühe füttern, das heißt nicht einmal die Woche, sondern jeden Tag zweimal, ne? Gut, Kühe auf der Weide, die müssen nicht gefüttert werden, man gibt dann nur Raufutter dazu, und zwar Stroh, die Kühe ganz alleine dazu nehmen, also zu fressen. Weil die im Prinzip das brauchen, um ihre Verdauung zu regulieren. Und wenn im Gras zu viel Eiweiß enthalten ist oder Klee dabei ist, dann ist die Gefahr, dass die Kühe an der Blähung sterben. Deswegen muss da Stroh auf dem Feld sein. Oder ähnliches halt, ne? Raufutter halt. Das ist dann ganz wichtig. Aber da muss man auch entsprechend den Weidezaun immer wieder erneuern und reparieren. Und nach einem Tag oder zwei Tagen müssen die Kühe zur nächsten Weide fertig sein. Ne? Also im Stall wird gefüttert. Das war früher alles mit der Hand alles. Ne? Also heute mit einem Radlader und ne? Das ist heute anders. Aber war früher nicht so. Alles per Hand. Auch Schweine per Hand. Das Futter wurde vor Ort
gemischt, angemengt, ne, und dann gegeben. Heute kaufen die sich fertiges Schweinefutter, ne, also gepresst in Pellets oder so, ne. Optimale Verhältnis. Getreide, was ich Kartoffeln oder andere Sorten, ne. Sojaschrot und so ein Zeug alles oder Raps Abfälle in Anführungszeichen, ne. Ist ja nicht komplett Müll, sondern enthält ja noch Reste, ne, was die Schweine dann noch verwerten können. Und das gab es früher halt nicht, also. Aber hat die Zeit so mit sich gebracht, ne? Heute ist ja auch so, dass möglichst wenig Leute viel arbeiten müssen, ne? Das heißt, das muss alles optimiert werden, ne? Sonst geht das nicht. Man kann nicht per Hand ausmisten und dann sagen, heute hast du, weiß ich, 100 Schweine zu machen, morgen 1000, das wird nichts. Das muss alles schon so maschinell und untergleichen vorbereitet werden. So, dann das. Let's see. Die müssen noch eine Runde fahren, aber wir, da liegt viel Heu. Wir werden mal hier was pressen. Und zwar kurz Ballen pressen. Das ist neu. Ich guck mal hier erstmal gucken. Ballen pressen macht er nicht. Ersten Punkt. Er ist ja der zweite Fahrer und er wird rechts sein. Rechts. Und das erste wird der linke sein. Da mal ganz kurz. Schwatten und kopieren. Feldmodus. Und du links. Erste Punkt. Und hier mal gucken, wegen Verband aktivieren. Ne? Sonst die fahren sich über den Haufen. Wenn einer anhält, warum auch immer, und wenn ein Ballen da im Weg liegt, dann ist es schlecht. Die müssen noch warten, bis die anderen durch sind. Sonst ist das nachher. Naja. Beim Wenden, die treffen sich garantiert. Wir fahren Richtung Feld. 19, die kleinen Felder machen wir zum Schluss. Oder mach ich die gleich? Nein, machen wir mal die großen immer, ne? Die 23 machen wir im Anschluss. Da könnten wir auch Hopfen mal einbringen. Das wäre auch immer eine Möglichkeit. Eine Variante. Jetzt haben wir Feld 12 reingebracht. Ich glaube schon, ne? Feld 12. Was fällt mir gerade so ein? Feld 12. Was ist da drin? Nix, ne? Was soll da rein? Gute Frage. Gras glaube ich nicht. Gras habe ich auf Feld Nummer. War das auf 13? Auch frei. Also 19 mal Grasmähen. Gucken wir mal 12. Bei Feld 12 fällt mir aktuell nichts ein. Was wir davor hatten. Es war glaube ich Getreide oder war Gras drauf? Ich weiß gar nicht jetzt genau. Nee, Gras war nicht drauf. Ich fahre da mal gleich hin. Mit dem nächsten Traktor. Dann gucken wir kurz auf Feldinfo rein, was drinne war. Und dann können wir wissen, was los ist. Ob da jetzt ein Getreide ein. Ach, da habe ich Gras eingesehen. Das fällt mir so ein. Ja, da habe ich doch Gras eingesehen. Ja, das ist doch Gras. Hier Feld 12. Hier war doch Gras drin. Ist auch schon mehrreif.
im Wachstum. Vielleicht, vielleicht können wir das noch ernten. Vielleicht. Ah, die fahren ihre Runde. Dann können wir gleich mal die nächste Wiese mähen, ne, lassen. Guck mal die Zeit. Also letzten beiden Folgen leicht überzogen gehabt. Also mir stört es persönlich nicht. Nur wenn es im Algorithmus schlecht ist, dann ungünstig. Das ist leider so. Ich habe mit euch nichts zu tun, die zuschauen. Nur Algorithmus geschuldet. Ich möchte ja gerne weiterhin wachsen und das heißt, ich bin angewiesen auf einfache Sachen wie Teile zum Beispiel, eine Option, eine Möglichkeit. Oder was auch häufig gemacht wird, dass YouTube mich vorschlägt für andere Zuschauer, die das gleiche Interesse haben. Und dafür bin ich angewiesen auf den Algorithmus, dass das entsprechend fördert. Das ist schwierig, aber es ist halt so. Ich sag mal so, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann wird es immer ein bisschen leichter. Klar, wenn man, je mehr man erreicht und je mehr man auch geschaut wird, also regelmäßig, und da ist egal, ob 3 oder 4 Aufrufe, ist völlig wurscht. Entscheidend ist, hat überhaupt Aufrufe erfolgt. Ne? Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. So, wir machen weiter mit Grasmähen, und zwar werden wir hier mal gleich programmieren, und zwar Kursgenerierung, haben wir alles schon gelöscht. So, beginnen auf Feld rein. Das ist immer automatisch auf Vorgewende rein drinne. Bei Grasmähen ist Feld rein. Na gut, beim Mähen nicht so tragisch, aber jetzt ist es so, mag das mal so. Und hier ist es auf 10 Meter oder 59. Zwei Fahrzeuge. Ne, Übersprünge rein nicht. Zwei. Ja, man soll doch schon anklicken, ne? Den Kurs muss ich nicht speichern. Sei denn, man will unbedingt Pause machen, ne? So. Der erste ist mal links bei mir. Ersten Wegpunkt. Zweite ist dann rechts. Außer man hat drei Fahrzeuge. Ja, das ist genau der Kurs. Rechts passt. Verband aktiviert, das war eigentlich so. Ja. Ersten Wegpunkt. Starten wir den Jungen. So. Ich fahre auch mal gleich mit, um zu kontrollieren, dass die sich nicht gleich über den Haufen fahren. Das ist mir die größte Gefahr. Anführungszeichen, ne? Haben wir noch die kleinen Wiesen, also die 24 und 25 und die 23. Und dann machen wir eine einzeln. sechs. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen, oh, jetzt bin ich ja hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob die sich erkennen, also von, dass sie sich im Prinzip dann sagen, okay, ich fahre nicht weiter, ich halt an, ne? Das weiß ich nicht. Das entwickelt sich ja auch mal weiter, das Spiel, und das wird
Rüstung oder Verfeinert, das ist meine größte Sorge, dass wir im LS23 mal sowas nicht mehr haben. Dass die irgendwann mal keine Lust dazu haben, das zu entwickeln. Meine größte Sorge. Genauso mit Audreif. Halt, was wichtig ist, ne? Was nicht fest im Spiel drin ist. Ist meine Sorge, dass da irgendwann mal, ja, machen wir nicht mehr, ne? Das scheint zu funktionieren. Er lässt nichts stehen. Der erste ist fertig. Ich kann bald Ballen pressen. Ballen pressen. Wo ist er aktuell? Tanken. Das ist mal für mich erstmal außerplanmäßig dabei bleiben. Weil der Tank ist leer. Sehe ich gerade so. Normalerweise müsste Audreif automatisch voll tanken. Aber ich habe die Tankstelle nicht angeschlossen. Also könnte es gar nicht machen. Ne? Also deswegen bleibe ich dabei und wir werden tanken fahren. Ja, sobald wie möglich. Das können wir gleich mal hier vorne machen, weil wir ja gegenüber ja unsere Dieselproduktion haben. Und dann fahren wir da mal ran. Wird aber als Tankstelle nicht erkennen, deswegen fällt davon fahre ich auch nicht ran. Wahrscheinlich. Das heißt, kurz abladen lassen. Dann unterbrechen. Und jo. Zeit, ne? Schon wieder abgelaufen. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Ja, liebe Schauer, das soll es ja auch schon für heute gewesen sein. Jetzt einmal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt man tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter mit, jo, Ballenpressen. Ne? Also Ballenpressen bin ich nicht dabei, das lasse ich ja machen. Klappt ganz gut. Und wir werden gleich tanken fahren. Dann tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.